Das geschah bisher bei Geobastards. Wir starten hier am östlichsten Ende des Wolfsweges. Die ganze Strecke, die ungefähr 50 Kilometer lang ist, gibt es überall so eine Tafel. Feind! Geobastards! Da ist etwas versteckt in der Nachbarschaft. Wer zeigt euch das? Geobastards! Die besten Cash-Ideen aus Wald und Flur seht ihr nur bei Geobastards! Hoffentlich kein DNF. Wir finden den Cash. Im wilden Osten bricht ein neuer Tag an. Die Sonne erhebt sich über dem Wolfsland. Im Tau des Morgens verlässt ein ausgewachsenes, geschlechtsreifes Wald- und Wiesen-Cacher-Männchen seinen Bau. Der possierliche Nager vollführt sein morgendliches Pflegeritual und nimmt eine stärkende Mahlzeit zu sich, bevor er die Fährte des nächsten Geocaches aufnimmt. Ich habe ja ein bisschen was dazu gelernt. Zum Beispiel, dass Wölfe den Wolfswanderradweg in einer Nacht schaffen würden. Den Streifzügen schaffen die in einer Nacht 45 Kilometer. Und dass der Wolfsradweg durch zwei Wolfsterritorien führt. Also wenn mir am ersten Tag irgendein Wolf gegen mein Zelt gepisst hat, richtet ein Wolf am heute dann, wenn ich... Oh Gott. Dann denken die, ich will Krieg anfangen. Ach, ich bin zu müde dafür. Ich habe alles, was ich brauche und... Hoffentlich habe ich alles richtig. Ich habe keinen Bock, heute wieder einen Cache auszulassen. Das lässt mir keine Ruhe. Also, ich habe die Sache ja nur so schön rund und mir fehlt von den 18 Tafeln leider ein Cache. Dann geht's mal wieder los. Ich lasse jetzt meine Wolfshöhle hinter mir. Ganz da hoch. Irgendwo hier soll der Cache sein. Kaum bin ich unterwegs, fängt es ja an richtig zu schiffen. Ach, scheiße. Naja, da muss man durch. Oh, mir tut auch die Birne von gestern immer noch weh. Also mein ganzer Kopf ist eingequetscht worden und ich glaube, ich habe mir einen Wolf gecached. Oh, den Schritt scheuert. Mit Jeans Quad fahren ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Sieht doch hier nach einem bemerkenswert guten Cacher-Versteck aus. Also ich würde es hier verstecken, weil das ist ein auffälliger Punkt in der Landschaft. Was sage ich? Da ist er. Nummer 12. Aber 11 habe ich ja nur gefunden. Also lässt mir keine Ruhe. Wege sind hier furchtbar ausgebaut im Wilden Osten. Kannst du gar nicht fahren. Aber zum Glück habe ich ein ideales Cache-Mobil. Ab durch die Heide. Quadfahrer, das richtige Fahrzeug. Für den Cacher, der überall cacht. Cache-Mobil für den Extrem-Cacher. Quad mietet es im Bautzen.
Kurz mal gucken, wo ich jetzt bin. Also der Cache liegt irgendwo in die Richtung. Das Tolle ist oben, die Waldwege sind hier genauso leer wie die Straßen. Ich habe hier seit 12 Stunden kein Mensch mehr gesehen. Ist das geil. Drückt. Mein Schritt ist wund gecached. Ey, ich habe mir wirklich einen Wolf gecached gestern. Heute geht's weiter. Gut. Wölfe und Menschen ist jetzt das Thema der Tafel. Alles klar, dann werde ich mich mal belesen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ah, das sieht original aus, wie die Gegend, durch die ich gefahren bin. Wölfe und Hunde immer getrennt voneinander halten, sonst entstehen Hybride und die will keiner. Die sind dann zutraulich, aber auch wild. Im Wolfsbüro Lupo steht hier gerade drin. Wenn ihr einen Wolf seht, könnt ihr da melden. Und ja, ansonsten habe ich jetzt nichts großartig gelernt, weil ich nicht schon weiß. Also, auf zum Cash. Da sind wir schon. Der Wolfsradweg. Da ist er auch nochmal. Ich weiß, was viele jetzt sagen. Wolfsradweg, warum fährst du Idiot mit dem Quad? Ich bin schon mal mit dem Rad gefahren. Ich hätte auch mit dem Rad fahren können, aber ich hatte keine Lust. Ich wollte mal ein anderes Fahrzeug benutzen. Wo sind wir denn? Reichenweide nicht. Hammerstadt war ich gestern. Neu-Liebel. Na, hier irgendwo habe ich mein Lager aufgeschlagen gestern. Also habe ich schon mehr als die Hälfte geschafft. Kann ich heute ganz entspannt machen. Da haben wir die Dose. Das sieht aus wie so eine alte Kassettenhülle oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, ob ihr so eine Kassetten kennt, die so ein bisschen quadratischer sind. Schnitzelvernichter ist auch ein ganz toller Name. Ich grüße dich, Schnitzelvernichter. Gut, dann geht's mal weiter Richtung Reichwalde. Zum nächsten Schild. Nächsten Hinweis, nächsten Cache und vielleicht in einer Wolfsbegegnung. Bis jetzt habe ich noch nicht mal jaulen hören. Ja, ich habe mich ein bisschen verfahren. Naja, da drüben muss ich hin. Also, da kann ich ja auch hin. Habe ja ein passendes Fahrzeug. Perfekt. Nächstes Thema, was wir haben, ist Wolf, Wild und Jagd. Eigentlich hatten wir auch schon die Beutetiere bei der Tafel gestern. Hol ich mir erstmal meine Infos, dann ab zur Dose. Nächste Tafel. Diesmal das Thema 7 Vorurteile über den Wolf. Wölfe sind eine Gefahr für den Menschen. Das sind nur tollwütige Wölfe und Tollwut ist seit 2008 in Deutschland ausgerottet. Wölfe kommen den Dörfern immer näher. Ja klar, das ist so wie mit anderen Wildtieren. Die haben keine Angst vor Häusern, deswegen laufen sie da auch lang, so wie Wildschweine und Rehe auch. Aber wenn sie Menschen sehen, hauen sie ab, es sei denn, sie haben Tollwut. Haben sie aber nicht, weil Tollwut frei ist Deutschland seit 2008. Ja. Der Wolf kann nur in der Wildnis leben, ist Blödsinn. Die können in Kulturlandschaften leben, solange sie halt hier noch Nahrung haben und Flucht- und Rückzugsmöglichkeiten. Im
kalten Winter mangelt es den Wölfen an Nahrung, ist auch Schwachsinn. Den Pflanzenfressern mangelt es an Nahrung, da wäre es schwach und der Wolf hat aber genug Nahrung im Winter. Wölfe rotten das Wild aus, ist auch Blödsinn, die töten nämlich nur die schwachen und alten Tiere und ganz viele Jägerverbände sind sogar für den Wolf, weil der denen die Arbeit abnimmt. Und wildlebende Wölfe haben halt keine strenge Rangordnung, das sind meistens Familienverbände bei uns hier in der Gegend. Nur da, wo die Beutetiere etwas größer sind, da hängen dann auch größere Rudel zusammen, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Und Wölfe heulen nicht den Mond an, die stecken damit ihre Revier ab oder kommunizieren und ja, hat viele Bedeutungen enthalten. Und wenn man vom Wolf wissen wird, wird man zum Werwolf, da könnten sie auch noch mal draufschreiben. Diese Cache-Reihe hat wirklich immer abwechslungsreiche Verstecke. Da muss man sich anpassen, wie der Wolf, so auch noch nicht gesehen. Wo wirklich das Ding hier eingelassen ist und dann macht man den Deckel quasi einfach so wieder ruff. Zack. Cooles Versteck. Jetzt sind wir beim Steckbriefwolf. Also das ist keine besondere Art, sondern das ist der Steckbrief zum Wolf. Geschwindigkeit. Bis zu 50 km/h kann der schnell werden. Kann bis zu 9 kg Fleisch auf einmal aufnehmen, aber dann kann er auch 2 Wochen hungern. Das war quasi wie bei mir. Also er kann auch immer ordentlich futtern und dann braucht er erstmal nichts. Bis zu 90 cm in Schulterhöhe. Das ist ein stattlicher Hund. Ich habe meine Daten da hinten irgendwo, muss ich rennen und dann hole ich mir den Cash. Weil ich keine GPS-Daten mehr kriege. Scheiß Handy, ey. Das kotzt mich so an. Es wird Zeit, dass ich mir ein richtiges GPS-Gerät hole. Ich habe jetzt hier alle großräumig abgeguckt, aber ich kriege keine GPS-Daten. Ich bin hier 2 Kilometer da hinten irgendwo. Das sieht doch aus, als wenn hier alle rumgeirrt sind. So als Geocacher ist man ja gut im Pferden lesen. Hier habe ich einen DNF. Das ist der vorletzte gewesen. Somit habe ich 2 von der Tour nicht. Vielleicht sogar 3, wenn der letzte nicht klappt. Dann mal zur letzten Dose und dann. Mittagspause eingelegt, Cashmobil, Tisch, was willst du mehr? Da hinten ist der Findlingspark, da habe ich an der Tafel meine Koordinaten entnommen. Die führen mich irgendwo in dieses Gebiet. Aber erstmal was futtern. Ich will es noch herauszögern. Ich möchte noch nicht zum letzten Cache. Perfekte Stelle. Ich habe jetzt hier bestimmt eine Stunde ruhig gesessen, während ich die ganzen Caches gelockt habe. Und jetzt bin ich erstmal laut und trotzdem nur ändern, man sieht hier keine Wölfe. Also wer hierher fährt und denkt, er sieht hier Wölfe rumrennen, der liegt falsch. Wölfe sind scheu. Und damit hat sich die Geschichte. Und selbst wenn ein Wolf kommen würde, von meinem Beef Jerky würde der nicht abkriegen. Ich würde den vertreiben, weil genauso muss man es machen. Man darf die nicht anfüttern, weil dann gibt es die sogenannten Problemwölfe. Und die müssen dann der Umwelt entnommen werden. Der Natur entnommen werden. Nachdem ich jetzt meine ganzen Caches gelockt habe und auch die DNFs, musste ich feststellen, dass ich bei 1109 Caches bin. Also ich habe halt eine Schnappzahl. Also der letzte wäre jetzt eigentlich die 1111, aber dadurch, dass ich ja den anderen nicht gefunden habe, da wird das die 1110. Kann ja so weitergehen. Mit 1111 ist ja eine Schnappzahl und ich habe von einer befreundeten Cacherin erfahren, dass es dafür sogar Caches gibt. Aber wenn ich jetzt hier meine 1011 mache und bis nach Frankfurt am Main schaffe ich es mit dem Ding bestimmt nicht, muss ich dann halt bei 2222 da hinfahren. Ich weiß nicht, ob es da oben ist, aber ich fahre einfach mal hoch. Ist das nicht ein geiler Abschluss? Also für die Tour eine geile Aussicht übers Wolfsgelände. Jetzt auf dem falschen Hügel gewesen, auf dem da drüben.
Dann bin ich nochmal die Böschung runter. Da sind so eine kleine Erdwelle, da konnte ich einen schönen Hochstarter machen. 18 Meter noch. Ja, da hinten sehen wir übrigens Steine, das ist der Findling Park. Aber Steine, ja, wer es interessant findet, ne? Ich meine, jeder so wie er braucht. Nein. So einfach wird es nicht sein. Jetzt habe ich ihn gefunden. Da liegt er. Gut, also ich bin ja nicht penibel, aber das ist komplett durchnässt. Scheiße. Also das ist wirklich ein sehr nasses Logbuch und das ist schade, weil es ist noch so gut wie unbeschrieben. So, dann werde ich jetzt erstmal die Aussicht genießen und einen Plan machen, wo ich nun meine 1111. Dose suche. Aber mir lässt das irgendwie keine Ruhe, dass ich zwei von der Strecke nicht gefunden habe. Also nicht nur wegen diesem Banner. Man kriegt auch einen Banner für sein Profil, wenn man alle 18 Stück hat. Aber ich hätte die gern komplett, die Tour. Das lässt mir keine Ruhe. Ich meine, ich bin hier an einem wunderschönen Punkt. Es ist einfach nur geil. Ich bin auch wirklich froh und ich bin total entspannt. Aber mir lässt das keine Ruhe. Ich werde nochmal zurückfahren. Vielleicht wird es mein 1111. Schön die Natur sauber halten. Mit dem Segen der Satelliten, die jetzt anscheinend anders stehen, 30 Meter noch in den Wald drin. Jetzt Logbucheinträge, weil ich habe in den letzten Findern geschrieben. Ich habe all gemacht, was ich konnte. Ich habe auch ewig gewartet auf Antworten. Habe hier weiter gesucht. Mir war die ganze Zeit so, als wenn es da irgendwo sein könnte, aber es stand drin wolfssicher. Also das ist nicht wolfssicher. Und da oben ist er. Da haben wir ihn. Meine 1111. Yeah. Gut. Dann wäre das auch geklärt. Aber es gibt immer noch einen, den ich auf dem Wolfsradweg nicht gefunden habe. Wenn ihr euch fragt, was ich jetzt hier mache und warum die Folge noch nicht zu Ende ist, ganz einfach, ich möchte den Weg komplett haben. Und deswegen schreibe ich jetzt hier den Leuten, die als letzte die Nummer 3 gefunden haben. Vielleicht kriegt von irgendjemand noch einen Hinweis. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, ich habe jetzt einen Hinweis bekommen. Einen großen Dank an Farmandi und an Bassix X. Ich hoffe, ich spreche euren Namen richtig aus. Da werde ich jetzt nochmal zurückfahren. Aber dann habe ich den Voice-Wanderweg komplett. Wir sind mal los. Da ist es. Eindeutig zu sehen. Ey, ich fasse es nicht. Wie konnte ich da nur vorbeifahren? Da ist das Schild. Eindeutig zu sehen. Das seht ihr wahrscheinlich sogar von hier, oder? Das rote Schild da. Das war gestern noch nicht hier. Ich habe da gestern hier gestanden und geguckt, wie blöde. Und dann, ich habe so gestanden, dass ich es nicht gesehen habe. Ey, unfassbar. Ein Dank auch nochmal an dieser Stelle an Schnitzel, fand ich. Ey, Mann, manchmal ist man wirklich blind. Ja, und da ist die Dose. Damit habe ich auch Nummer 3. Geile Sache. Der Wolfsweg. Der Wolfsradweg eigentlich, aber ich habe ein anderes Gefährt benutzt. Der Wolfsradweg ist komplett. Damit kann ich mir dieses Banner in meinem Profil beim Geocaching machen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um das Erlebnis und das ist einfach mal geil gewesen. Also dann. Ich habe noch einen ganzen Tag. Große zu sein. Also ihr werdet froh sein, nicht abgeschaltet zu haben. Et voilà. Wir haben jetzt zwei Hockern. Was wird jetzt hier von mir verlangt? Hier habe ich eine Kiste. Zwei Flaschen.
haben hier? Tüpfer. Und wir haben Tuschfarbe. Also werde ich mich ins Logbuch mit Tusche einmalen. Auch eine coole Idee. Ist auch dieses Kunstwerk fertig. Ein Original Hunting Grey Wolf. Ich bin schon verkappter Künstler. Aber das Schlimmste ist ja wirklich, wenn man hier im Wald erstmal pinselt. Hier sind Radfahrer da auf dem Weg da vorbeifahren. Und wenn man dann hier pinselt und... Der Wolf sieht nicht ganz aus wie ein Wolf und der Cash ist ein Schaf. Ein gesellschaftskritisches Bild, Kunstwerk vom Hunting Grey Wolf, um die Situation in der Lausitz noch zu schüren. Ne? Weil ist ja ein heikles Thema, Wölfe und Schafe und so. Obwohl der Wolf sieht auch eher aus wie dieser, kennt ihr American Werewolf, den ganz alten Film, nicht American Werewolf in Paris, sondern den ersten Teil sozusagen. Da ist ja die Werwolfsverwandlung eine mit der besten, die ich je gesehen habe. Aber der Werwolf sieht scheiße aus, genauso wie der Wolf hier. Also sieht aus, als wenn irgendwie ein hässlicher Wolf mit einem Teddybär gepoppt hat oder so, keine Ahnung. Den hätten wir damit. Hier ist sogar noch ein TB drin, noch ein TB in Form eines Tiers, ein Fischotter. Die soll es übrigens auch in der Gegend geben. Zwei Fischotter sogar. Dann nehme ich mal Familie Fischotter mit. Und dafür lasse ich Maurice hier. Kleine Kinder cachen und tuschen gern. Also lassen wir einfach mal Maurice hier drin. Und der kommt mit. Wir zeigen Frosch und einen Otter auf Tasche. Und werde diesen Ort der Kunst wieder verlassen. Standardspruch zum Schluss natürlich. Abonnieren und liken nicht vergessen, denn wer zuletzt jault. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're so young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I'm old, but I'm happy. I was just like you are now, and I know it's not easy trying hard to become when something's going on. But take your time, gotta think a lot. I think everything you've got for you may still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again, and it's always been the same old story. And from the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I